Und damit herzlich willkommen zurück zu Scene Talk und wir reden über einen Michael Haneke-Film, der hier definitiv gar keine Klicks machen wird. Aber ich wollte unbedingt auch mal über was komplett Experimentelles reden. Deswegen reden wir über 71 Fragmente einer Chronologie des Zufalls. Und wie ich den Film fand, verrate ich euch nach dem Trailer. Der Trailer war ziemlich kurz, es gibt keinen wirklichen. Es geht nämlich in diesem Film um 71 zusammengewürfelte oder zumindest vermeintlich zusammengewürfelte Fragmente, die eine große übergeordnete Handlung haben. Denn man fragt sich am Anfang, okay, was haben denn diese Sachen hier eigentlich miteinander zu tun? Und nach bekommt man hier raus, was eigentlich die übergeordnete Handlung ist und wo diese Charaktere auch miteinander verbunden sind. Michael Haneke hat hier einen Film gemacht, der nur kleine Ausschnitte zeigt und dann direkt wechselt. Und es damit schafft, eine Spannung zu erzeugen und ein Interesse aufrecht zu erhalten, das man so normalerweise gar nicht bekommt. Diese 71 Fragmente sind mal länger, mal kürzer. Mal haben wir auch wirklich eine einfache Sequenz, wo die 4 Minuten geht, in dem wir einem Typen beim Tischtennis spielen lernen, sehen. Oder dann eine Sequenz, in der sie irgendein komisches Papierpuzzle legen sollen in einer speziellen Zeit. Und man fragt sich da natürlich, was soll das? Warum gucke ich mir jetzt hier irgendwelche Menschen an, die Puzzle zusammenlegen, die Tischtennis spielen? Aber da ist definitiv mehr hinter und ihr werdet nach den ersten 10 Minuten in diesem Film sein und sagen, okay, es ist schräg, aber was zum Teufel macht dieser Film hier eigentlich gerade mit mir? Denn der hält einem die ganze Zeit den Atem und sobald man erahnen kann, wo dieser Film eigentlich genau hin will, lässt er einen auch nicht mehr los. Und ich habe den jetzt vor 2, 3, 4 Wochen irgendwo da geguckt. Und ich denke auch immer noch lange über diesen Film nach. Da sind Sequenzen bei, die werde ich nicht vergessen können. Auch wenn die so lapidar sind, wenn man sie einfach mal so rausnimmt aus diesem Film. Der packt und schockt in manchen Situationen. Und ist so brisant, wahnsinnig immersiv inszeniert, dass man hier nie in einer einzelnen Sekunde gelangweilt ist. Michael Haneke ist halt einfach der Meister des Absurden, der Meister des, des Spannung aufbauen, ohne eigentlich Spannung aufbauen zu wollen. Und das ist ganz kurios, denn eigentlich sollte dieses Experiment hier gar nicht funktionieren, aber es tut es. Und wie es tut und wie diese Schauspieler in diesem Film funktionieren, wie diese Fragmente funktionieren und wie herausragend sie gesetzt sind, dass es genau diesen Drive hat, diesen Stein ins Rollen bringt, der er nun mal ins Rollen bringen will. Michael Haneke ist ein Meister seines Fachs und es gibt, glaube ich, keinen einzigen Film, den ich von ihm nicht mag. Deswegen von mir herausragend, guckt den euch an. Ich glaube, den kann man in der Arte-Mediathek noch gucken. 71 Fragmente einer Chronologie des Zufalls bekommt von mir 8 von 10 möglichen Punkten. Habt ihr den Film gesehen? Dann schreibt mir bitte in die Kommentare. Ich würde mich natürlich sehr darüber freuen. Wir sehen uns morgen wieder zu einer neuen Kritik. Bis dahin. Tschüss, haut rein und bye.